Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 23 Hockey Ultimate Team. Jawohl, in zwei Stunden steht das erste Spiel an ungefähr. Was heißt in zwei Stunden? 18 Uhr geht's los. Squad Battles gegen das vorgestellte Team der Woche. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Strategie und danach nochmal ein bisschen um die Mannschaft, um den letzten Feinschliff sozusagen. Strategien. Wir können ja hier richtig tief eintauchen, Strategien bearbeiten. Ihr seht ja selber, was wir alles machen können. Das ist brutal. Aber ich freue mich ziemlich drauf. Deswegen, so, stellen wir es jetzt mal um. Startlinie 1. Warte mal, Startlinie ist 1. Genau. Offensivstrategie spielen wir hinterm Tor. Tragen Dump. Wir tragen die Scheibe in die Offensivzone. Ansonsten heißt es schießen, Energie und blocken. Das trifft eigentlich auf jede Reihe zu. Das kann man so eintragen, wie es ist. Jawohl. Hinterm Tor. Bleibt genauso. Das auch. Und das wird auch so. Hinterm Tor. Machen wir dasselbe nochmal. Genau wie hier. Da auch. Und das wird auch voll gemacht. So, damit haben wir die Offensive. Also wie gesagt, wichtig ist, wir tragen die Scheibe Richtung Offensivzone. Wir spielen hinterm Tor, genauso wie letztes Jahr auch. Wir schießen, Energie und blocken. Ganz, ganz wichtig. So, Verteidigung. Startlinie Paar 1 natürlich. Wir haben jetzt hier Linie halten, vorstoßen, spielen, schießen. Auch hier spielen wir es bis letztes Jahr. Spielen wir so, wie es letztes Jahr war. Das heißt, wir haben hier, wir werden Linie halten und wir werden schießen. Das trifft für alle Reihen zu. Linien halten und schießen. Genau. So, ausgeglichene Stärke, Powerplay, Penalty Kill. Dazu kommen wir gleich noch. Teamstrategien. Sehr, sehr interessant. Defensivstrategie. Genauso wie Offensivstrategie. Finde ich super, super, super interessant. Weiß man, was komplett Neues ist. Wir haben Vorchecking. Spielen wir wieder die 1-2-2 aggressiv. Tut mir leid, falls ich zwischendrin mal wieder husten muss. Bin noch nicht ganz hundertprozentig fit. Neutrale Zone haben wir 1-2-2 rot. Und das Schöne ist, ihr seht jetzt praktisch, wie ihr spielt und wie es ausschauen würde. Finde ich super hilfreich. Auch wenn mich es hier ändert. Ihr seht es. Finde ich halt echt ganz interessant, wie das aussieht. Und zwar aggressiv, vor allem, weil ihr eben auch die Spielerpositionen seht. Dann haben wir defensiv Druck. Schon mal. Neutrale Zone rot. Trap Vorchecking. Waren wir, glaube ich, letztes Jahr ausgeglichen. Bin mir gar nicht mehr sicher. Oder haben wir Trap gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir haben Trap gespielt. Trap? Nee, Vorchecking. Wir haben Vorchecking gespielt. Sieht man das eigentlich hier? Was wir machen? Nee. 6 Punkte Vorchecking, Offensivdruck, ne, Defensivdruck, Tor sichern, Defensivstrategie ist Rückzug gewesen, Offensivstrategie zurückhaltend, kontrollierte Konter, hatten wir die Strongside Curve, die ist schon eingestellt, schnelle Unterstützung, schneller Konter, enge Unterstützung, da hatten wir Zone früh verlassen. Genau, somit haben wir die Teamstrategien. Also wie gesagt, ihr könnt diesmal relativ viel einstellen und ihr seht es auch selber. So, Powerplay. Und das ist ganz, ganz, ganz interessant. Wir können nämlich hier die Verteilung eingeben. Fehler, doppelte Rollen. Nice, oder? Liebe es. Hillary Knight, Finisher, Carpenter. Nee, eben nicht. Das ist interessant, dass wir es hier einstellen können. Powerplay-Formation 1-3-1, Schirm, Schuss, Überzahl.
müssen wir jetzt aufpassen. Powerplay-Formation. Flurry kontrolliert den Puck in der neutralen Zone und versucht, in die Angriffszone zu kommen. Flurry und Seagrass gehen an den Banden in Position. Keller lauert an der blauen Linie. Carpenter und Knight bauen sich vor dem Tor auf. Knight kontrolliert den Spielzug, indem sie den Puck außerhalb der Zone laufen lässt und mit Querpässen Torchancen für Seagrass herausspielt. Ja. Nicht ganz sicher. Mir fehlt Umbrella. Wir haben Schuss, Überzahl und Schirm. Ich muss nachher auf Englisch mal schauen, ob Schirm Umbrella ist. Ich würde nämlich gerne Umbrella spielen. Bully-Formation definitiv defensive. Offensivdruck Standard. Aggressiv zurückhaltend. Oh, Powerplay, Carry, Dump. Haben wir alles hier mit drin schon. Powerplay, Carry. Powerplay Breakout, Konter, 5-Back, das passt auch, schneller Konter, Zone früh verlassen, okay. Müssen wir das jetzt für jede Reihe einzeln einstellen? Ja, okay. Das ist natürlich jetzt schon krass, was du alles machen kannst. So, mit vier Leuten ist natürlich noch interessanter. Verteilung ist in dem Fall Carpenter und Finisher ist Hillary Knight. Schirm. Oh, Stimme versagt gerade wieder richtig. Richtig angestrengt. So. Carry, 5-Back, früh verlassen. Komm. Sollten wir auf die Linie, danke. Schirm. So, und jetzt haben wir aber noch Penalty Kill. Ach du grüne Neune. Also ich muss sagen, die Möglichkeit, die wir haben, ist super. Aber ich will die spielen. Die Killformation Dreiecke macht dir nur Sinn. Ah, stopp mal.
Wollte gerade sagen, wir haben sie hier falsch gemacht. Dann müssen wir aggressiv einstellen. Dreieck passt auf jeden Fall, passt super. Ich brauche halt aggressiv, dass hinten zwei Leute stehen. Genau, so. Dann passt es richtig. Jetzt auf Aufstellung verwalten geht. Strategien schon halt komplett, ja, Synergie-Glossar schon komplett anders als letztes Jahr. Deswegen haben die hier auch einen neuen eigenen Reiter bekommen. Aber wir haben es jetzt zumindest so, wie wir es spielen wollen. Powerplay Penalty gehen, Strategien bearbeiten, okay. Passt, wir haben es eingestellt. So, jetzt haben wir aber für heute Abend noch ein paar Veränderungen vor uns. Denn nicht nur die Trikotnummern müssen wir wechseln, ich habe auch noch drei Spielerkarten gekauft, die wir eben verbessern wollen, um vielleicht an manchen Stellen ein paar Synergien noch dazu zu kriegen. Zum Beispiel bei Hillary Knight haben wir die 86er Base-Karte von ihr. Das bedeutet, wir haben heute Abend 87 Hillary Knight auf dem Eis stehen mit beiden Synergien. Funke und Dangled City. Wir haben auch bei Trevor Seagrass die 85er Karte am Start. Das heißt, auch Trevor Seagrass spielt heute Abend mit Dangled City. Beflügelt reicht leider noch nicht. Aber wir haben die X-Factor von Trevor Seagrass fertig. Hier passt alles. Artemi Panarin bekommt noch ein Update. Jawohl. Somit haben wir 86 Artemi Panarin auf dem Eis stehen. Der bekommt natürlich auch Dangle City. So, und dann geht es jetzt an die Trikotnummern. Hillary Knight zum Beispiel, Anpassungsobjekt zuweisen, bekommt Trikotnummer 23. Die hat sie auf dem College gehabt. Damit kann Brayden Point die 21 behalten. Trevor Seagrass, ist zwar schön, dass er neuerdings die 11 hat. Trevor Seagrass bekommt bei uns die 9. Das ist seine Nummer, die er letztes Jahr auch hatte. Absolut verdient. So, Brayden Point behält die Nummern, ihr behaltet die Nummer. Jason Robertson bekommt die Nummer 19. Die hat er nämlich beim Nationalteam der USA. Die 21, die er bei Dallas hat, hat eben Brayden Point. Das bedeutet, dass auch Jonathan Toews eine neue Nummer kriegt, denn die 19 hat jetzt Jason Robertson. Da er aber bei Kanada die 16 hat, kriegt auch hier die 16. So, der Einzige, der jetzt noch eine neue Nummer kriegt, ist Artemi Panarin. Sarah Filier hat die 10. Sarah Filier war zuerst da, deswegen kriegt Artemi Panarin die 72. Passt perfekt. Husten gibt man es gar keine Chance. Stimme auch nicht wirklich. Es tut mir richtig leid. So, da haben wir keine Veränderung. Da passt alles. Aber hier hinten gibt es nochmal eine Veränderung. Denn wir haben, wie gesagt, die neuen Trikots haben wir schon. Jetzt gibt es aber noch neue Helme. Als Torhüterin Nummer 1 bekommt sie natürlich die Maske der Cleveland Monsters. Und Mary Räisänen bekommt die Maske der Vegas Golden Knights. So, und somit passt es perfekt. So, zwei aktive Synergien. Funke, Dangle City, 4 X-Factor-Spieler auf höchstem Level. Insgesamt 6 Power-Up-Karten, Megan Keller hat noch keine 88, die bekommt sie wahrscheinlich erst am Freitag. Howie Morenz ist voll ausgespielt, dann gibt es jetzt nur noch eine Sache, die wir tun können. Wer ist Captain dieser Mannschaft? Ganz einfach, die Spielerin, die mich bisher am meisten beeindruckt hat. Megan Keller. Kapitänin, die erste Kapitänin des HC California. Nummer 2. Die Assistant Captains sind eigentlich auch relativ klar. Das sind die, die jetzt wahrscheinlich erst am längsten in der Mannschaft bleiben. Und das sind Hillary Knight und Trevor Seagrass. So. Ziemlich anstrengend für eine Stimme.
passt perfekt. Und damit steht die Mannschaft für heute Abend. 18 Uhr geht's los. Vielleicht, ob ich ihn später muss schauen, wie ich es hinkriege mit Stimme und Schneiden und Aufnehmen. Ich bin super gespannt. Ich glaube aber, dass das ein super nices Game wird. Ich sehe gerade, dass wir Panarin und Point noch wechseln müssen. Bin super gespannt. Sage mal. Glaube aber, dass das richtig cool werden kann. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, ich bin gespannt. Wir sehen uns heute Abend. Wir haben alles angepasst, was wir anpassen konnten. Heute Abend geht es dann Squad Battles ins erste Match rein. Ich hoffe, ich kriege bis dahin noch unser Logo, damit wir auch unser Maskottchen haben. Arena fehlt mir auch noch. Müssen mal gucken, dass wir das alles zusammenkriegen bis heute Abend. Bis dahin, Tschüssikowski, bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao mit V.